Hier ist der Marc von Marcos Welt und wir schauen uns die Halloween Kills Maske von Trick or Treat Studios an. Meine kriege ich so immer Horror Shop, Horror Klinik bzw. Mask World hat die ja, also Metamorph. Und wenn ihr unter Google mal sucht, ihr werdet da immer wieder fündig. Vorsicht, wenn ihr eBay oder Amazon einschaltet, die Masken sollten um den Bereich von, ja, sagen wir mal einfach 90 bis 100 Euro kosten. Wenn die für deutlich weniger als 20 erhältlich sind, dann werden zwar die Trick-or-Treat-Studios-Masken beworben, aber ihr kriegt halt China-Ware. Und schaut mal bitte den ersten Link in der Videobeschreibung dazu. Ich habe mal einen Short darüber gemacht, der einfach zeigt, wenn man eine Trick-or-Treat-Studios 2018er bestellt in China für 13,19 Euro war das in meinem Fall und was dann anstelle von der hier ankam. Nur mal so. Gut, jetzt wieder zur Kills-Maske zurück. Ich zeige sie euch mal in die Kamera. Trick or Treat Studios hat für jede Maske eine eigene Form und mir ist hier nur ein Detail, ein Dorn im Auge, nämlich dieser zu prominente Blutfleck. Erstens, das Blut müsste nur unterhalb der Einstichstelle sein und zweitens, ich mag das halt nicht, weil das den meisten Filmen über ja gar nicht so hat, das ist ja nur noch am Anfang. Haare finde ich sehr schön verbrannt, ganz toll, auch vorne eben mit diesem noch weißen Fleck, ja, auf der Seite. Und die Passform ist ein wenig anders als bei der 2018er. Die hier wirkt ein bisschen geräumiger auf mich. So, wie üblich sind bei den Trick-or-Treat-Studios-Masken hier, ihr seht ja, ich habe die 18er und die Kills und die haben beide dann auch die üblichen Warnhinweise. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, wie man damit umgehen soll. Kurzversion, lest euch dieses Schildchen durch, macht, wie es hier drin steht und abgesehen von dem, in der Videobeschreibung findet ihr natürlich meine anderen Maskenvideos, aber auch meine Filmkritiken zu den einzelnen Halloween-Filmen und meine Rangfolge, welchen finde ich am besten, warum, welchen finde ich am schlechtesten, warum, wann ist für mich ein Halloween-Film etc. Also mal kurz zum Vergleich. Natürlich kann das nicht dieselbe Form sein, aber die Größe variiert auch. Die hier ist kleiner als die. Nicht viel, aber man merkt's. Die passt mir einfach da deutlich besser. Lagerung von Masken mal übrigens, weil ich das auch immer mal wieder gefragt werde. Ich habe die meistens auf Styroporköpfen, hier sind sie mir mal ausgegangen. Das ist jetzt ein Kopf von Friseurbedarf, also womit normalerweise Haare geschnitten werden. Den habe ich mal bei einem Friseur bekommen, weil der halt einfach weggeworfen hätte werden sollen. Und dann so, hey, nee, die sind doch noch gut, ich kann da Masken drauf lagern. Und damit jetzt aber auch bei Styroporköpfen nicht das Latex ausgetrocknet wird. Das habe ich im Kommentaren immer mal wieder von einigen als Angst bekommen, beziehungsweise als Warnhinweis auch an mich. Und den greife ich hiermit auf und habe das mit Frischhaltefolie umwickelt. Und damit sollte das Problem umgangen sein. Damit die Augen nicht zu sehen sind, weil das immer nervt, ja, Strumpfmasken und so weiter, höre ich immer mal wieder, die sind aber nicht blickdicht, was jetzt halt wirklich von außen, wenn man angestrahlt wird durch eine Kamera oder jetzt hier in einem Video oder eben auch in der Realität, du bist im hellen Raum, man sieht die Masken durch, es ist wie bei der Scream Ghostface Maske, es ist nur so lange gut, wie wirklich keine Augen dahinter sind, aber dann fällt es auf, dass du halt, ja, du müsstest die schwärzen, dann wird es wahrscheinlich gehen. Man sieht hierdurch wirklich gut, das ist eine Morph-Maske, sowas kriegt man bei Wish auch mal gerne auf, ja, ich bestelle da gern. Ich will nichts hören über Wish-Bashing. Man bestellt sich da halt dann für so 3 Euro mal halt irgendwie eine. Das ist okay, denn dasselbe Zeug wird euch teilweise hier bis zu 30 Euro bei, ja, habe ich auch schon mal bei Maskworld gesehen, abgeknöpft. Und das finde ich eine Unverschämtheit. Vor allem ist es oft dort nicht lieferbar. Wish hat es einfach immer. Ich verstehe es nicht, es kommt eh aus derselben Fabrik. Danke fürs Gespräch. So, jetzt habe ich wieder ganz viel erzählt, wo ihr euch in den Kommentaren ordentlich oder hier, ich sehe schon die Daumen runter, ja. Oder in Kommentaren halt, aber ist halt so. Und jetzt. So, jetzt sitzt sie mir richtig gut, ich sehe alles und sie, tatsächlich sitzen meine Augen ein bisschen höher, nämlich hier. Das heißt, so wäre es richtig, aber jetzt ist mein Kinn etwas draußen. Das heißt, ich muss die Maske wirklich so tragen. Ist natürlich gut, wenn man groß ist, weil ich dann halt einfach runtergucken kann. Aber wenn du jetzt 1,70 bist oder so, dann müsstest du permanent so rumlaufen. Vielleicht nicht ganz so gut, wobei da ist doch dein Kopf kleiner. Ne? So. Mal von der Seite. So, und Kopf drehen. Für mich ist eine Maske ja dann richtig, wenn du hochgehen musst und dann hier an den Augen
nochmal der Hals hängen bleibt, dass man da nochmal nachziehen muss. Dann ist es, habe ich rausgefunden, jedenfalls in meinem Fall, wirklich richtig von der Enge am Hals. Und das ist mein Problem ja auch mit der Halloween 1 und auch 2 Maske. Die finde ich viel zu weit und zu lose sitzend. Ja, da sind halt die beiden hier wirklich ein anderes Kaliber. Und deswegen ist mir ja auch wichtig, Meyers hat ja den Kragen hochgestellt. Der trägt den ja nicht umgeklappt. Und das wiederum bedeutet, wenn ich jetzt halt den Kopf dann wirklich Meyers-mäßig im Cosplay drehen will und die Maske dann halt den Kragen hier einfach umbiegt oder noch viel schlimmer, dann halt über dem Kragen sitzt, so wie in Halloween 5 grundsätzlich sogar im Film, dann ist einfach was schiefgelaufen. Dann ist das halt nicht mehr geil und das waren jetzt nicht nur zur Maske selber ein bisschen was, sondern rund um die Darstellung und ein paar Cosplay-Tipps oder auch ein paar bisschen Lagerung. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr euch für eine solche Maske entschließt, dann kann ich euch nur sagen, mir hat es jedenfalls sehr gefallen. Ist von meiner Seite aus ein Kauftipp. Die üblichen Verdächtigen werden sie zwischen 90 und 100 Euro immer führen. Trick or Treat Studios ist eine an sich gute Marke. Bei der 2018, da würde ich aufpassen, die Kills habe ich auch schon gesehen, je nach Charge. Und ja, ist die anders bemalt und braucht wirklich auch eine andere Lackierung. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Und ich hätte auch keine Scheu, die im Zweifel zurückgehen zu lassen, wenn sie kacke bemalt ist, außer ihr könnt die selber überholen. Ihr könnt natürlich auch auf eBay mal Halloween Kills Mask Rehaul eingeben und gucken, was dann rauskommt. So eine Maske, die ja um die 90 Euro kostet, kann dann halt mal bis 220 Euro sein. Einfach die 90 Euro Maske kauft sich jemand anders ein und verbessert die innerhalb von stundenlanger Arbeit mit verschiedenen Materialien, unter anderem auch Airbrush. Dann halt, teilweise werden die Haare komplett abgenommen und andere aufgesetzt, dass man dann halt ein brauchbares Ergebnis hat. Und dann kann das natürlich auch sein, dass das halt anders aussieht als jetzt von der Stange und das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Wie dem auch sei, wofür auch immer ihr euch entscheidet, schlussendlich ist Cosplay, was ihr draus macht.